Schön, dass Sie bei uns sind und willkommen zu einem Täter-Opfer-Polizei-Extra. Heute eine ganze Sendung lang zu einem Verbrechen. Ein Verbrechen, das uns hier mehr als zwei Jahrzehnte beschäftigt hat. Denn so lange hat es gedauert, bis klar wurde, was mit Andrea Lohhagen passiert ist. Alles begann mit dem Verschwinden der Schülerin aus Belzig. Erst 7 Jahre später wurde ihre Leiche gefunden. Und dann sollte es noch einmal 16 Jahre dauern, bis die Polizei herausfand, wer für Andreas Tod verantwortlich ist. In der Berliner S-Bahn bricht am 1. Mai 2016 ein junger Mann zusammen. Es ist David S. Ausstieg links. Der Mann stirbt kurze Zeit später an Organversagen. Es ist ein Tod, der dazu führen wird, dass ein Mord aufgeklärt werden kann. Der Mord an Andrea Lohhagen. Die 16-Jährige wurde lange gesucht, genauso wie ihre Mörder. Ermittler des Landeskriminalamtes Brandenburg sorgten letztendlich dafür, dass Bewegung in den Fall kam. Wolfert Trenn und seine Kollegen übernahmen einen sogenannten Cold Case, einen ungeklärten Mord, und rollten alles noch einmal auf. Der Einstieg in einen solchen Fall geschieht eigentlich durch Gespräche mit Kollegen, die in dem Fall involviert sind, die den Fall kennen. Und im persönlichen Gespräch klärt man die Umstände des Falles ab, auch die Details, und spricht dann darüber, was ist noch erfolgsversprechend und wo könnte man noch mal ansetzen. Und so weit hier in diesem Fall auch. 2012 beginnt für Wolfert Trenn die Arbeit am Mordfall. Er und seine Kollegen hatten die Hoffnung, dass sich doch irgendeiner offenbaren könnte, der etwas wusste, aber seit langem schwieg. Deshalb fährt er damals fast jede Woche nach Belzig, in das idyllische Städtchen, das heute Bad Belzig heißt, mit den 8000 Einwohnern. Zurück also an jenen Ort, wo Andrea Lohhagen mit ihrer Familie wohnte, bis zu ihrem Verschwinden. Wir haben als eine der ersten Maßnahmen Kontakt mit den Eltern der Andrea aufgenommen. Wir haben uns telefonisch angemeldet und sind zu ihnen in die Wohnung gefahren. Wir haben auch darüber gesprochen, dass es jetzt diese Möglichkeit gibt, den Fall noch mal in Ruhe und zeitintensiv zu bearbeiten. Wir hatten ein sehr emotionales Gespräch mit den Eltern. Natürlich hatten sie Hoffnung, dass die Sache geklärt wird, aber es fällt auch uns sehr schwer, in den Jahren immer wieder in dieser Wunde rumrühren zu müssen. Mit den Eltern rekonstruieren die Ermittler minutiös, was am Abend des 7. Oktober 1993 passiert ist. Dem Abend des Verschwindens. Es ist 18 Uhr. Andrea kommt vom Einkaufen zurück und legt sich eine Musikkassette ein. Alphaville ist eine ihrer Lieblingsbands. Dann zieht sie gleich die neu gekauften Sachen an. Eine Levi's Jeans 501 und die schwarzen Plateauschuhe. Gegen 19.30 Uhr essen die Lohhagens Abendbrot. Danach will Andrea noch mal ins Pogo, in den Jugendclub. So erzählt es der Vater später. Und ich hab noch so Spaß gesagt, ich sag, dann muss das schon wieder sein, dass du weggehst. Da sagt sie, ach Vati, Mensch, sonst sitze ich doch bloß immer über die Bücher. Sonst komme ich da nicht weg, sind doch Ferien. Kurz vor 20 Uhr ruft Andrea ihre Freundin an, will sich mit ihr verabreden, um gemeinsam auszugehen. Aber die Freundin nimmt nicht ab. Denn sie ist schon im Pogo, in der Backsteinvilla am Stadtrand. In dem Jugendclub trifft man sich damals, um gemeinsam Zeit zu verbringen. Die Freundin von Andrea kann bis heute jenen 7. Oktober 1993 nicht vergessen. Ich kann mich daran erinnern, dass wir eben auf Nachmittag schon da waren und da unsere Zeit verbracht haben. Und wir hatten uns dann für später dort wieder verabredet. Und ja, dann saß ich da mit den Mädels und sie kam nicht wieder. Erstmal scheint alles ganz normal zu sein. Tschüss, bis nachher. Sie verabschiedet sich gegen 20 Uhr, wollte nicht lange im Pogo bleiben. So erzählt es später ihre Mutter. Wir hatten uns verabredet, wir wollten beide noch einen Film gucken. Andrea, die hat gerne so einen Stephen King-Film oder Horrorfilm geguckt.
Ja, und den Abend kam so ein Film und dann hatte sie mich gebeten, wach zu bleiben. Und die wartest auf mich und dann gucken wir beide zusammen. Andrea braucht für den Weg von zu Hause bis zum Pogo eine knappe Viertelstunde. An jenem 7. Oktober trifft sie auf eine Gruppe Jugendlicher. Später noch auf zwei Jungs, 13 und 14 Jahre alt. So rekonstruieren es die Ermittler. Wir haben den kompletten Weg von der Andrea noch mal abgearbeitet. Wir haben die Gruppe vernommen, auf die sie getroffen ist in der Berliner Straße. Wir haben im Pogo ermittelt, ob sie dort wirklich war oder nicht. Wir hatten keine Anhaltspunkte dafür, dass sie im Pogo angekommen ist. Wir haben ihre Schulfreundinnen befragt, die uns Auskunft zum Wesen von Andrea geben konnten und zu ihrem Sachen. Aber wir haben niemanden gefunden, der die Andrea nochmal im Pogo gesehen hat. Und so blieb es dabei. Die beiden Jungs in der Gasse am Pogo waren die beiden letzten, die sie gesehen haben. Es ist weit nach 22 Uhr, als die Eltern nervös werden. Denn die sonst so zuverlässige Andrea war immer noch nicht wieder da. Dann gibt man ja noch eine Stunde zu. Wenn sie um 10 noch nicht da ist, na ja, vielleicht hat sie sich verquatscht. Oder dann war es 11, dann haben wir Kaffee getrunken. Ja, um 12, halb 12 haben wir dann bei ihrer Freundin angerufen und überall Jugendliche, wo sie nun hätte sein können. Es war aber kein Hinweis. Naja, dann habe ich mich in der Nacht um 1, halb 2 auf den Weg gemacht und habe sie gesucht. Bin dann die Stadt abgefahren, alles Mögliche. Stundenlang fährt Andreas Vater durch die nächtliche Stadt. In jeder noch so abgelegenen Straße sucht er nach seiner Tochter. Aber von Andrea findet sich nirgends eine Spur. Am frühen Morgen, kurz vor 4 Uhr, sitzen die Eltern dann auf der Polizeiwache von Belzig. Sie melden Andrea, ihre Kleine, wie sie zärtlich nennen, als vermisst. Da wurde gesagt, naja, die... Wir können jetzt erstmal nichts machen, es ist ja ein junges Mädchen rennt ja schnell mal von zu Hause weg oder bleibt mal eine Nacht weg. Unvorstellbar für die Eltern. Nicht ihre Andrea. Lutz König war 1993 Kripo-Chef in Belzig. Als er am 8. Oktober seinen Dienst beginnt, erfährt er, Andrea Lohhagen wird vermisst. Er kennt die Familie und ahnt, das hier ist kein normaler Vermisstenfall. Also erste Maßnahmen sind sofort, alle möglichen Krankenhäuser, Hotels abzuprüfen, ob da was sein könnte, ob sie auch vielleicht im Krankenhaus liegt oder so. Weiterhin haben wir denn Eisenbahn, Busse, Taxis. Wir haben alles, was aus Belzig rausfahren konnte, abgeprüft. Und das haben wir sofort gemacht. Der Kripo-Chef schickt eine Einsatzgruppe zum Pogo. Die Jugendlichen werden befragt, ob sie am 7. Oktober auch da waren und ob sie Andrea gesehen haben. Viele haben, weil sie jeden Tag im Pogo waren, haben sie das auch verwechselt mit den Daten. Ja, wir sind teilweise auf falschen Spuren hinterhergelaufen, weil die sich geirrt hatten im Tag, wo sie Andrea gesehen hatten. Sodass wir nachher teilweise manchmal schon gar nicht mehr wussten, was ist denn nun richtig. War sie denn nun da? War sie im Pogo? Oder wann ist sie wieder losgegangen, konnte uns keiner so richtig sagen. Die Wege rund um den Jugendclub werden abgesucht. Auch angrenzende Grundstücke. In der Hoffnung, dort irgendeine Spur von Andrea zu finden. Aber auch diese Suche endet ergebnislos. Ich war in den ersten Tagen der Vermisstensache, war jeden Abend bei Lohhagen zu Hause, um ein bisschen zu unterstützen und Neues zu erfahren. Außerdem haben wir natürlich auch Sachen geholt für die DNA-Prüfung, damit wir rechtzeitig was haben. Da gab es wirklich guten Kontakt. Andrea besucht die Gesamtschule Belzig. Am 8. Oktober 1993 sind zwar noch Ferien, doch ihr Verschwinden spricht sich damals schnell herum. Unter Mitschülern und Freunden. Sie war 16, ich war 15. Ist ja auch noch ein Alter, wo man, ja, man ist ja noch unbeschwert. Und ja, also man denkt ja nun nicht gleich daran, dass ein Verbrechen oder irgendwie was Schlimmes passiert sein könnte. Die Jugend
Jugendlichen hier. Die sind dann noch Sonnabend alles abgefahren in der ganzen Gegend, die ganzen Diskos, die es hier auf dem Land gibt. Die waren mit 10 oder 20 Autos unterwegs, haben dann in Eigeninitiative Steckbriefe gemacht und die verteilt. Hat aber alles nicht. Kam kein Hinweis, wo unser Andrea geblieben ist. Tagelang fliegen dann über die Wälder von Belzig Hubschrauber. Immer wieder wird nach dem Mädchen gesucht, auch mit Hundestaffeln. Große Gebiete werden durchkämmt, trotzdem findet sich nichts. Aus dem vermissten Fall wird mit jedem ergebnislosen Tag mehr ein Mordfall. Der Gedanke, dass so irgendwo hier in der Nähe tot aufgefunden wird. Das war das Schlimmste. Je länger in der Umgebung von Belzig die Suche nach Andrea dauert, desto heftiger sind die Reaktionen in der Stadt. So der ehemalige Kripo-Chef. Es war Wahnsinn, was hier für Gerüchte aufkamen und wer sich bei uns hier alles gemeldet hat. Und das Schlimme ist, du kannst nicht einen Hinweis, und wenn er noch so unsinnig war, wegschieben. Ja, und bei uns haben sich Hellseher gemeldet, die so direkt gesagt haben, wo denn das Mädchen sein wird. Dann gab es Kraftfahrer, Italiener, der sie angeblich irgendwo in Italien gesehen haben will. Dann wollten sie jemand irgendwo als Zuhälter, beim Zuhälter gesehen haben. Dann wurden Lohangs selbst angerufen mit der Stimme von ihrer Tochter. Das war alles getürkt, wo es noch schlimmer denn wurde für sie. Denn das Warten auf die Tochter nimmt kein Ende. Eine Zeit zwischen Hoffen und Verzweifeln. Meine Psyche ist eben kaputt. Ich komme mit diesem Problem nicht zurecht. Ich werde damit nicht fertig. Kann es nicht verarbeiten. Und ja, da leidet man eben drunter. Mitschüler und Bekannte von Andrea leiden auch unter der Ungewissheit. Wir vermissen dich, wird auf ihre Schulbank geschrieben. So die Freundin. Klar, man hatte schon abends dann, wenn man als Familie zusammengekommen ist, dieses Thema. Und jeder hat sich Sorgen gemacht, jeder hat sich gefragt, wo ist sie? Und jeder wollte eigentlich nur, dass sie wieder da ist. Ja, man hat sie auch vermisst. Ja. Ja. Längst beschäftigen sich auch Journalisten mit dem Fall Andrea Lohagen. Überregional wird darüber immer wieder berichtet. Einer, der damals die Ermittlungen hautnah begleitet hat, ist Fred Hasselmann, als Reporter der Märkischen Allgemeinen in Belzig. Wenn man das Bild sieht von dem Mädchen, ein 16-jähriges, wunderhübsches Mädchen, das eigentlich immer pünktlich zu Hause war und das einfach nur in den Jugendclub gehen wollte, ins Jugendzentrum Pogo, und dass das doch viele aufgerüttelt hat, selbst mich. Kurz nach Andreas Verschwinden passieren seltsame Dinge in der Stadt. Gegenstände werden gestohlen, die man für den Transport einer Leiche benutzen könnte. Wie eine Schubkarre zum Beispiel. Es gibt eine regelrechte Einbruchsserie. Als tatverdächtig ermittelt die Polizei David S. und Robin U. Auffällig, es sind die beiden Jungs, die auch Andrea als letzte in der Gasse gesehen hatten. Mit den 140 Einbrüchen und Straftaten, das ist schon ein ganz schön knallharter Fall gewesen, weil jeder Fall für sich war gar nicht so spektakulär, aber die Masse macht's dann. Und das bringt natürlich Unruhe unter die Bevölkerung, wenn hier jeden zweiten Tag irgendwo was geklaut wird, was aufgebrochen wird und so weiter. Ne? Hier wohnten die beiden Jungs, die für die Einbrüche verantwortlich waren. Im selben Viertel wie die Familie Lohagen. Für Kripo-Chef Lutz König sind die beiden damals auch im Fall Andrea tatverdächtig. Aufgrund der Ermittlungen in den anderen Strafsachen war ich schon der Meinung, dass die beide ganz schöne kriminelle Energie hatten, obwohl der eine erst 13 war. Aber in meinen Augen war das schon fast der Wortführer. Ja. Und was wir bei Durchsuchungen bei denen zu Hause festgestellt und gesehen haben, das war schon extrem. Ja. Also, ich will nicht sagen, aber im Wohnzimmer lagen die Pornos auf dem Tisch. Ja, und der Junge war 13. Also, es war schon sehr eigenartig.
Lutz König glaubt nicht, dass Andrea von irgendjemandem verschleppt worden ist. Deshalb spricht er den Fall Lohhagen auch bei den Vernehmungen der beiden Jungs an. Denn sie hatten Andrea ja am 7. Oktober zuletzt lebend gesehen. Und der David S., den habe ich persönlich vernommen mit einem Kollegen zusammen, der war sehr, sehr ruhig, überlegt, aber innerlich hat man gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Ja, und da habe ich ihm eine Skizze vorgelegt vom Pogo, wo die beiden zuletzt gesehen wurden, und habe sie dann erklären lassen, wie sie dann nach Hause gegangen sind. Und da fiel mir auf, dass beide einen anderen Weg gewählt haben. Dem erfahrenen Kripo-Beamten werden also unterschiedliche Geschichten erzählt. Und noch etwas lässt ihn aufhorchen. Bei der Befragung stellte der uns die Frage, wie sieht es denn aus, ob man als Mörder, als jugendlicher Mörder in den Jugendknast nach Luckau kommt und wie lange man da bleiben kann, ob man denn, wenn man älter wird, in den Erwachsenenknast kommt. Das fand ich schon etwas seltsam. Aber die Unstimmigkeiten reichen nicht. Es gab keine Beweise. Der Fall Lohhagen schien unlösbar. Im Sommer 2000, 7 Jahre nach Andreas Verschwinden, war in Belz sich wieder so etwas wie Normalität eingezogen. Ja, das war ja eine Zeit, in der sie nicht mehr jeden Tag präsent war, so in dem, mit den Erinnerungen. Ne? Man hat ja dann seinen Abschluss gemacht, man hat seine Ausbildung gemacht, sein eigenes Leben so gelebt. Und dann ist es so wie ein Schlag ins Gesicht. Ja, also auf einmal kommen die ganzen Bilder wieder hoch und alles, was 7 Jahre vorher passiert ist, wie man es erlebt hat, ihr Verschwinden. Denn am 7. Juli 2000 gibt es in Belzig einen verstörenden Fund. Auf einem Grundstück, gerade mal 100 Meter vom Jugendclub Pogo entfernt, buddelt der Hund von Frank Friedrich einen menschlichen Schädel aus. Es gibt Tage im Leben, die vergisst man nie. Und das ist auf alle Fälle Sonntag. Ja. Wie gesagt, ich habe da in der Küche gestanden und der Hund hat ja gerne gebuddelt, hat alles Mögliche angeschleppt. Aber das war auch anscheinend für den Hund schon von vornherein irgendwas Besonderes. Er hat ja nichts damit gemacht, er hat es nur vor sich abgelegt und hat es bewacht. Und dann bin ich gucken gegangen und dann habe ich das halt gesehen, um was das da eigentlich geht. Ja. Frank Friedrich kann den Fund auf dem Gelände nicht zuordnen. Er weiß, dort waren während des Zweiten Weltkriegs Kriegsgefangene untergebracht. Vielleicht stammt der Schädel ja aus jener Zeit. Ich habe den Schädel erstmal weggepackt, zur Seite. Und dann wurde mit dem Nachbar gesprochen, ein älterer Herr, weil der hatte uns das auch erzählt, hier mit den Kriegsgefangenen und so weiter. Dann war der eine Arzt vom Krankenhaus hier. Und der hatte dann praktisch gesagt, das ist von einem jüngeren Menschen. Damit ist ja die andere Sache ausgeschieden. Dann wurde die Polizei verständigt und dann ging das eigentlich alles sehr, 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 sehr schnell, muss ich sagen. Ja. Leichenspürhunde suchen dann im Juli 2000 das Grundstück ab und werden fündig. In einem verfallenen Schuppen hinter einer Tür entdecken die Polizisten eine skelettierte Leiche. Andreas Stimming war als junger Bereitschaftspolizist damals mit im Einsatz. Ich weiß noch, da stand so ein Schuppen, windschief, der wusste nicht, nach welcher Seite er umfällt, voll mit Unrat. Und dementsprechend war auch unsere Laune nicht gerade die beste. Ne? Dass wir da ja gesehen haben, ja Mann, was erwartet uns jetzt hier? So, dann haben wir auch die Einweisung bekommen und dann fiel auch der Name Lohhagen. Und dann wusste man natürlich auch, okay, jetzt macht es Sinn, warum wir hier sind. Und dann war natürlich die Einsatzbereitschaft auch dementsprechend hoch. Ja, und dann haben wir dort auf diesem Grundstück den Schuppen einmal komplett ausgeräumt, jeden Stein einmal von unten nach oben gedreht, um eventuell nochmal irgendwelche verwertbaren Spuren zu finden. Aber sie finden nichts auf dem Gelände. Nicht die neue Jeans, nicht die Plateauschuhe, nichts von dem, was Andrea an dem Abend getragen hat. Die Freundin erfährt von dem schrecklichen Fund aus der Zeitung. Also man kann es erstmal gar nicht glauben, ob es sich wirklich bei dem Bericht halt um Andrea handelt und ob es um sie geht und sie da gefunden wurde. Ja, dann habe ich den Artikel oben in den Büroräumen zu Ende gelesen und bin auch weinend zusammengebrochen und habe auch den Arbeitstag beendet.
Um sicher zu sein, dass es sich bei dem Fund tatsächlich um Andrea Lohhagen handelt, wird alles ins Brandenburgische Landesinstitut für Rechtsmedizin gebracht. Dietmar Schröpfer untersucht den Fund aus Belzig, die skelettierte Leiche. Wir konnten aufgrund des Zahnstatus dann doch im Vergleich mit einem Befund von dem behandelten, ehemals behandelten Arzt nachweisen, dass es sich um die Überreste der Andrea Lohhagen handelt. Trotz intensiver Untersuchung gibt es aber keine Antwort auf die Frage, wie sie ums Leben kam. Denn die Knochenfunde lassen keinen Rückschluss auf die Todesursache zu. Kaum jemand glaubt noch, dass das Schicksal von Andrea geklärt werden kann. Bis zum Jahr 2012. Dem Jahr, in dem Wiederbewegung in den Fall kommt und das Landeskriminalamt die Ermittlungen neu aufrollt. Wir sind jahrelang nach Belzig gefahren, haben dort Vernehmungen gemacht, haben Unruhe in die Stadt gebracht, haben erreicht, dass wieder über diesen Fall gesprochen wird. Und wir haben immer gehofft, dass der alles entscheidende Hinweis irgendwann kommt, dass sich jemand meldet, der Aussagen zu der Sache machen kann. Und wir hatten Glück. 2016 gab es einen Hinweis an das Landeskriminalamt, dass jemand Aussagen zum Fall Andrea Lohhagen machen kann. Der Hinweis kommt im Juni 2016. Kurz nachdem in einer Berliner S-Bahn ein Mann zusammengebrochen war und dann an Organversagen starb. Es war David S. 23 Jahre nach seiner Befragung durch die Polizei gibt es nun etwas, das ihn mit dem Tod von Andrea in Verbindung bringt. Diese Person wusste, dass David sich seinen Familienangehörigen offenbart hat. Und sie gab uns den entscheidenden Tipp, in der Familie zu bohren und dort nachzufragen. Zusammen mit seinem Kollegen macht sich Wolfert Trenn wieder auf den Weg nach Belzig. Diesmal zur Mutter von David S., die etwas wusste. Ist natürlich sehr, sehr schwer für diese Frau gewesen, sich zu offenbaren. Sie muss in Belzig weiterleben. Es war eine sehr schwierige Vernehmung, es war eine sehr lange Vernehmung. Aber letztendlich hat sie den Mut gefasst, darüber zu sprechen, was David zu ihr gesagt hat. Er sprach davon, dass man zufällig auf die Andrea traf, dass man sie abziehen wollte, also dass man Geld von ihr wollte, dass Andrea jedoch die beiden Jungs erkannt hat und mit einer Anzeige gedroht hat und dass es daraufhin zu Mirangel und Gewaltanwendung kam. Und er sprach auch davon, dass er seinen Freund bei dieser Gewaltanwendung unterstützt hat und Andrea dann tot war. Die Ermittler machen sich auch auf den Weg zu diesem Freund, Robin U. Der lebte inzwischen in Österreich, war verheiratet und war bereit, sich mit der Polizei zu treffen. Robin war ein junger Mann geworden, der sein Leben im Griff hatte. Er sprach davon, dass er Wissen zu dieser Tat hat, aber er kann dieses Wissen noch nicht äußern. Denn wenn er sich zu der Tat äußert, werden Grenzen fallen, da werden Mauern fallen, da wird seine Familie, da wird sein Umfeld darunter leiden und er braucht den familiären Rückhalt seiner Familie. Da es keine Beweise gibt, trennt man sich mit einer Vereinbarung. Der 36-jährige Mann soll sich den familiären Rückhalt holen und trifft dann die Ermittler in Brandenburg wieder. Doch dazu kommt es nicht mehr. Auf einer Diensttour erfährt Wolfert Trenn, Robin U. wird vermisst. Und hier gefunden. Im Herbst 2016 im Kaisergebirge in Tirol. Hier hat sich Robin U. in den Tod gestürzt. Im Abschiedsbrief von seiner Frau schreibt er, dass er an einem Punkt gekommen sei, wo es kein Zurück mehr gäbe. Zu seiner Tat kein Wort. Wir haben erwartet, dass er eine Nachricht für uns hinterlässt. Er hat jedoch keine Nachricht für uns hinterlassen. Ein letztes Mal fährt Wolfert Trenn nach Belzig zu den Eltern von Andrea. Sie wissen, dass er nach 23 Jahren die Täter tatsächlich gefunden hat. Aber nicht alle Antworten auf die Frage, warum Andrea sterben musste. Es war sehr, sehr schwer für die Eltern, besonders für die Mutter, weil die letzte Hoffnung natürlich jetzt auch geplatzt war, endlich zu erfahren, was mit Andrea wirklich passiert ist, Details zu erfahren und so weiter. Aber sie hat uns letztendlich mit auf den Weg gegeben, sie weiß jetzt mehr, als wir 2012 begonnen haben. Und ein Suizid ist auch ein Geständnis. Aber es war eine sehr, sehr belastende Situation für uns alle, für die Eltern und für uns sehr schwierig. Andreas Freundin hat bis heute ein Foto von ihr auf dem Handy. Ja,
Ist schon wichtig, ist sehr wichtig, ein Bild von ihr zu haben. Klar, man nach 30 Jahren die Erinnerung verblassen, ne? Aber so ein Bild nicht. Ja. Kurz vor ihrem Tod schreibt Andrea einen Schulaufsatz. Die Überschrift: Ein Märchen vom Glück. Sie erzählt von der Begegnung mit einem alten Mann, der sagt: Ich mache mir Sorgen um dich, weil du so traurig bist. Drei Wünsche will er ihr erfüllen. Der erste ist eine Reise ins 16. Jahrhundert, der zweite eine glückliche Zukunft. Ihren dritten Wunsch will sie noch nicht verschwenden. Wer weiß, was noch kommt, schreibt sie. Glücklich bin ich schon geworden. Der Tod von Andrea und die lange Ungewissheit haben natürlich auch das Leben ihrer Eltern komplett verändert. Mutter und Vater haben gesehen, wie die Mitschüler von Andrea erwachsen wurden, wie sie Familien gründeten und Kinder bekamen. All das war ihrer Tochter nicht vergönnt. Inzwischen ist die Mutter von Andrea verstorben. Viele in Bad Belzig sagen, an gebrochenem Herzen. Danke fürs Zuschauen heute. Nächste Woche geht es hier um eine Entführung, die ebenso ungewöhnlich wie verhängnisvoll verlief. Auch das ein sehr berührender Fall. Mehr dazu am nächsten Sonntag. Bis dahin alles Gute und achten Sie auf Ihr Handgepäck.